Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Ja, der Patch 0.7.8 ist rausgekommen vorgestern. Gestern war es mir nicht so gut, deshalb habe ich da nur Livestream gemacht und wir sind bei Level 14 angekommen und versuchen den Eisbarack-Skill zu spielen. Mal schauen, ob er wirklich immer noch so gegen einzelne Gegner ist oder ein bisschen mehr Gegner. Den Skill Tree sieht man leider noch nicht, weil er ein Sorcerer Skill ist, ab Level 20 glaube ich oder so. Ah, es gibt jetzt Support Packs. Ja. Das haben wir schon gekauft, das hier. Also nehmen noch die gleichen, also sehe jetzt keinen Unterschied. Okay. Gut. Fenstermodus geht, also ja, Fensteraufnahme geht immer noch nicht. Vollbildmodus geht auch nicht, immer noch nicht, also Aufnahme. Aber ja, es gibt mehrere Sachen, also Vulkanikorb ist jetzt ein Mage-Skill. Und ja, dafür wurde Eisbaracke zu einem Sorcerer-Skill. Dafür hatten wir jetzt einen Skillbaum. Dann gibt es ja einen neuen Akt, einen achten Akt, wo viel mehr, ja, wie soll man sagen, eine größere Herausforderung natürlich ist, aber auch ein Boss als, also ein Gott als Boss, so herum. Und da bin ich mal gespannt, also wir werden schnell dort hochkommen, den wir besiegen können, hoffentlich, oder auch nicht, weil er, glaube ich, ein bisschen schwer ist. Aber das werden wir dann sehen. Aber vor allem ist er scheinbar interessant. Gut. Dann gibt es eben, ja, Verbesserung beim Passing Tree. Also ich kann jetzt mal schauen, da habe ich die Taste nicht. Okay. Also hier hat sich viel geändert beim Mage. Dann hat sich beim Sorcerer sicher auch etwas verändert. Vor allem ein bisschen, ja, gebalanced. Und ja, es gibt drei neue Skills, also zwei ganz neue und eine eben Eisbaracke, wo einfach überarbeitet wurde, sehr stark. Und eben das Talent Skill 3 drin reingemacht. Genau, also es ist sehr viel Neues. Ja. Heute habe ich Zeit, heute kann ich eine Aufnahme machen. Muss schauen, dass ich jeden Tag Zeit habe, weil, ja, ich bin morgens meistens am Trainieren und habe ich nicht so viel Zeit. Aber heute mal nicht. Meine Ruhetag wieder einlegen. Ja, die Gegner sind jetzt wieder ein bisschen zäher geworden hier. Ja, wieso nicht? Manchmal den Flame. Vulkanikorb, okay. Skill einsetzen. Gegen starke Zähgegner. Ja. Nova ist auch auf Eis sehr stark. Immer sehr stark. Hm. Okay, jetzt können wir mal tot nehmen. Die Spiegelbilder auch. Ja, Kasten. Okay, kostet sehr viel Mana, wenn wir wenig Mana haben. Kriegt man ganz viel grüne Pink. So. Ich merke, ich bin nicht konzentriert ein bisschen, weil ich Schmerzen habe, aber es geht. Ja, dann. Ich hatte immer noch die Entzündung. Nicht mehr im Ohr, zum guten Glück. Eher im Kiefer unten. Vielleicht ist ein Zahn oder so entzündet sein. So. Ja, Vulkanikorb am besten nicht einsetzen. Die Statikorb. Sind beide nicht geskillt, deshalb machen sie nicht viel Schaden. Also, Vulkanikorb macht auch ungeskillt viel Schaden. Da kostet er halt ungeskillt auch sehr viel.
sehr nett zum Spielen, also man muss jetzt nicht so viel achten. Wenn wir einfrieren. Den AOE-Bereich beachten. Ja, ich mache wieder auf Ward und auch auf Dodge. Also den Feuerball-Magier haben wir ja noch nicht auf Dodge gemacht, weil wir die Items noch nicht so haben. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Items auch finden und uns konzentrieren, dass wir die Items haben mit Dodge. Das ist sehr wichtig. Und ja, da denke ich stärker sein als Feuerball-Mag. Also so ist er. Er ist ja jetzt auch wieder ein bisschen genervt worden. Also das Feuer ist irgendwie ein bisschen. Also Brandwahrscheinlichkeit oder so, oder ein bisschen genauer. Ah ja, zu stark. Also, ja, schon stärker als andere Builds meiner Klasse. Also, wo wir ein bisschen leichter sind. Da sie nicht so viele Items brauchen. Das ist halt immer blöder, wenn man ja nicht so viel spielen kann. Man muss halt leichtere Builds werden. Oder halt einfach durchgrinden oder so, und das ist beides halt nicht meins. Also ich brauche einfach Items und sollte nicht unbedingt müssen grinden. Oder mega craften müssen. Deshalb spiele ich ja auch relativ ja. Geht's so, wo man kann sagen, ja, sie kommen auch ohne viele Items weiter. OP, also ganz OP-Builds spiele ich ja nie. So, und ich tue ja so viel Livestream, ich habe kaum Zeit, das Spiel zu spielen. Also, ja, einfach die Aufnahmen dann. Jetzt wieder täglich, hoffentlich. Und ja. Dann halt auch wirklich nebenbei dann wieder ein bisschen vielleicht andere Charakterklasse noch spielen. Ja. Wollen wir dann sehen. Also, manche Beats wurden irgendwie nicht genervt. Gedacht hätte, sie würden zu OP sein und so. Ja, Balancing ist nicht die Stärke von diesem Entwicklerstudio. Das machen wir immer und immer wieder. Tschüss. Die können gleich trotzdem noch angreifen. Ja. Sicher wird auch vielen Bug, den Behebung und so gemacht. Ich denke schon, dass viele Bugs, die mich plagen, auch weg sind jetzt. Also vom Wegfindungsproblem und so. Keine mehr. Ging ja immer irgendwo fest und so. Wir haben da in Akt 2, 3. Sollte ich ja auch nehmen, genau. Ist auch ein bisschen schwach geworden, das Krit, oder? Und genau das brauche ich nicht, weil ich Cold Damage mache. Das ist ja auch ein bisschen doof, dass hier nicht Eisbracke drin ist, nur Lightning Blast und Volcanic Orb. Das stimmt irgendwas auch nicht, oder? Sie wollen unbedingt, dass der Volcanic Orb so mega stark wird. Also machen wir auf Crit und hier machen wir wieder weiter auf Freeze. Und eins nochmal hoch. Hier. Damit wir ein bisschen mehr Damage machen, wenn sie angefahren sind. Ja, vielleicht Volcanic Orb noch modden. Einen Skill wollte ich auch noch mal extra mitnehmen. Für Zergegner. Aber ich denke, Baraka wird auch genug Schaden machen wegen Zergegner. Hoffentlich. Also, sollte schon ein bisschen heftiger werden als im Grund vor dem Patch. Ja, schwach. Ja, jetzt ist der Schaden auch ein bisschen höher. Wegen Zergegner, sehr gut. Ja.
Genau, dann gab es ja noch ganz viele neue Skins für die Rüstungen und Waffen. Ja, die alten wurden ersetzt, waren nicht so gut scheinbar für sie. Das sind einfach Leute, die auf die Grafik schauen, oder? Also, immer wieder etwas Neues brauchen, neue Skins und so. Und gar nicht mal das Wichtige machen, also, die bringen gute Badges raus, müssen sich aber mehr konzentrieren auf den Content, als auf irgendwelche Verschönerungen von der Gegend. Kleine Tierchen anbauen und so Sachen haben sie auch gemacht. Nur eben, das braucht man nicht. Also, ja, es ist schön zu haben, aber sie sollten auf die Sachen konzentrieren, wo wirklich wichtig sind. Das sollten sie jetzt in den nächsten Patches haben. Also Balancing-Probleme, Item-Balancing-Probleme dran. Und Vielfalt von Items mal ein bisschen überarbeiten. Also viel mehr Unix mal einbauen und Sets. Und ja. Halt auch die Gegner mal ein bisschen überarbeiten, dass sie nicht immer so viele Skills spammen. Ja, das wäre mal zu machen. Wir werden ja sehen, also ankündigen tun sich die Patches recht schnell und auch was so kommen wird. Nur dann geht's halt immer Ewigkeiten, bis dann endlich der Patch erscheint. Es sind sicher 2-3 Monate vergangen. Seit der ersten Ankündigung von Patch 0.7.8. Ja. Scheinbar ist ja Unity Engine nur wirklich sehr einfach zum Entwickeln. Also brauchen sie keine Hilfe oder so. Machen es halt einfach nicht, weil es vielleicht langweilig ist. Und sie brauchen halt auch Ideen und so. Aber ich denke, das haben sie schon für mehrere Patches und ja. Und jetzt sicher auch irgendwann mal so hochqualitativen Content geben. Sogar am Endgame-Content, das ist das Wichtigste. Das Spiel hat einfach nicht mehr guten End-Content. Ich bin immer so mit Level 60, 70 dann gelangweilt, dass es auch so lange geht, so schwer wird. Lass mal ein bisschen ändern. Das ist eines meiner Lieblingsspiele, also ich mag es mega gern. Und diese Kritik, ja, ist halt auch vonnöten, weil es noch nicht ausgeklügelt ist genug. Das Spiel, also ich habe eigentlich nichts dagegen, nur solche Sachen möchte ich auch mit euch anschauen, was genau nicht so gut ist. Es hat heute in der Werbeindustrie, also auch die Leute, die Werbung gerne schauen und dann auch darüber reden und so, hat normal, dass man keine negativen Sachen hören will, oder? Also ja. Aber ich bin nun mal Beta-Tester, also ich muss halt auch ein bisschen Kritik zeigen. Weil heutzutage gibt es nur noch Beta-Tester, die wirklich nur das Spiel loben und gar nichts mehr melden. Das ist dann eher nicht so gut. Aber bis jetzt fällt mir eigentlich nicht viel Schlechtes auf im Patch. Nur halt einfach, dass es immer noch nicht so weit ist, dass die recht großen Probleme weg sind. Das ist das größte Problem. Die haben Probleme im Spiel, müssen sie auch fixen. Machen es aber nicht. Ignorieren. Also sie sind halt auch schon ein echter Werbefreund, der nichts kümmert um die Fans und so. Also schon wirklich die Wünsche annehmen und so. Aber auch nur das Schlechte. Also das. Ich sehe immer wieder, ja. Dinge wie zum Beispiel ändert kurz die Animation oder so, wirklich einfache Dinge. Zum Beispiel, ja, dieses Gebiet ist kurz langweilig oder so. Ja, kurz mappen, fertig. Nehmen sie ja an. Aber so richtig grundlegende
Game-Bugs, Probleme, alles mögliche, nehmen sie leider nicht an. Wenn man schreibt, ja, okay, in diesem Gebiet gibt es richtig schweren Bug, man kommt nicht mehr weiter, man bleibt stecken und so Sachen, wird ignoriert. Aber wenn steht, ja, dieser Baum bei dieser Leiche, die an einem Haken hängt, tropft das Blut falsch, im falschen Winkel runter, so. Das machen sie, weil sie ja wissen, ja, da brauchen sie nicht lange zu arbeiten oder so. Aber große Dinge gehen sie halt nicht an. Das zeigt halt eben auch wieder, dass es halt einfach ein Entwicklerstudio ist, was nicht so arbeiten möchte. Also wenn ein Entwicklerstudio nicht arbeiten möchte, sollen sie aufhören, das Spiel weiterzuentwickeln. Das fällt mir in vielen anderen Games auch auf. Zum Beispiel Elder Scrolls Online. Sie haben jetzt das neue Add-on Gravefall herausgebracht. Aber es gibt so unglaublich viele Fehler, Ladezeiten, die unendlich sind und so. Die Engine ist manchmal echt überfordert und alles mögliche. Sie gehen es nicht an. Die Spiele wollen doch einfach mal auch ein bisschen bessere Grafik und ja, weniger Ladezeiten und so weiter. Sie gehen es einfach nicht an. Das Spiel wird immer wieder geneckt. Die Spiele necken immer wieder mit vorn. Ja, sie würden nicht neue Grafik bekommen und so weiter. Ja, das Spiel ist halt von 2015. Aber, ja. Doch hat sich die Grafik auch schon verbessert. Also. Die sind halt alle verwöhnt auch von World of Warcraft oder so. Ja, das wurde ja die Grafik auch nicht so besonders gesteigert, oder? Ja, es ist einfach diese Verwöhntheit, die viele Entwickler oder auch Spieler ja, so ein bisschen zum Nerven bringen. Also ich, wenn ich jetzt etwas habe, dann rede ich drüber, aber ich nerv mich nicht drüber. Ich weiß nicht, aber viele Spieler nerven sich einfach sofort. Also die sagen einfach sofort, ich spiele nicht mehr, die Entwickler sind doof und alles mögliche. Ich habe so viel jetzt nach der Epoche gelernt über Entwickler, was sie machen, was sie nicht machen. Also, ich habe kein Problem. Also, ich rede einfach darüber. Ich möchte ja auch den Entwicklern helfen, irgendwie. Aber die sind halt auch sehr verschlossen. Also, die werden wahrscheinlich nicht meine Videos schauen und dann merken, ja, da machen sie alles nicht so gut oder so Sachen. Weil ich denke auch, den Entwicklern ist egal, was die Leute denken, wenn sie spielen. Die meisten Foreneinträge sind sowieso von Fans. Sie sagen so, oh, das Spiel ist so gut, ich könnte niemals aufhören. Ja, das ist super und das ist super. Und da gibt es eben diese Fans wie ich, wo auch ein bisschen ja, das Spiel besser haben wollen. Bisschen diese Sachen endlich auch weg haben wollen, was uns stört. Und die werden ignoriert. Aber Fans werden ja extrem angenommen. Ja, man weiß nicht. Entwickeln hat einfach falsch. So, endlich Fokus, ey. Oh. Gut, also. Da merke ich immer wieder, dass Keys einfach zu lange nicht freigeschalten werden. Ah, das ist also die Lupe. Ja. Viel mehr Stash-Tabs, genau, gibt's. Neue Skins auch in alten Gegenständen scheinbar. Und man kann sie umbenennen. Ich werde mal umbenennen in, sagen wir mal, blau. Wechseln. Mit dem Schlüssel. So. Die kann man jetzt rüberschieben. Ja, die kosten noch ein bisschen. Aber wie kann man die jetzt hier ja, nach vorne schieben? Konfigur-Tab. Nein, das ist Sort. Ah, Item Sorten kann man jetzt. Ja, das wollte ich aber nicht. Also Level 19 sind wir schon bei bald. Dann nehmen wir mal einen Gürtel mit. Und hier haben wir nichts. Ja.
Gut. Kann auch nichts tragen. Können den Kritring auch tragen, aber ja, das ist so nicht vonnöten. Macht halt der Crit, die Crit-Chance viel tiefer. Also, wir sind fertig. Jetzt müssen wir. Also jetzt haben wir Fokus, jetzt können wir eigentlich ein bisschen mehr Vulkanik abspammen, dank dem Drachen und so. Aber Fokus muss dann auch einsetzbar sein, also müssen schauen, dass wir dann viel mehr Mana haben, wenn wir den Skill einsetzen, damit wir ja nicht ins Violette gehen. Ich bin mal gespannt, wie das Game smooth wird in den nächsten Patches. Es ist schon irgendwie smoother geworden, finde ich. Also manche Sachen merke ich. Viel bessere Animationen vom Magier. Also der Magier hat neue Animationen bekommen. Wie er die Space einsetzt, das was er für Bewegungen macht. Da macht er zum Beispiel eher ja einen auf. Das. Irgendwie, ja. Jetzt halt immer noch ein bisschen altbacken als an die Animation. Kann man nicht sagen. Es hat viel leichter ein 2D oder 2,5D Spiel zu entwickeln als ein 3D Spiel. Und deshalb denke ich mal, ist es auch in Ordnung, dass es nicht so animiert ist wie ein 2,5D. Spiel. Path of Exile hatte ja auch das Problem mit den Animationen am Anfang. Also hatte immer noch ein bisschen schlechtere Animationen. Das hat alles auch Arbeit. Kann ich völlig verstehen, wenn mir das nicht so gerne gemacht wird und gearbeitet wird. Aber eben. Die Studio wachsen ja auch gut, wenn sie Erfolg haben. Also Last Epoch hatte ja schon einen ziemlichen Erfolg. Nur, ja, in Livestreams und so, ich bin immer so ungefähr der Einzige, der Livestreams. Das ist irgendwie komisch, dass die Leute nicht Last Epoch Livestreamen wollen. Gut streamen zum Beispiel. Ja, mit immer einspielen, wo bei Steam oder so gehypt, oder? Und da werden alle Großen sich draufstürmen. Wieso denn? Also ich denke, wenn ich großer YouTuber oder Twitcher sein würde, dann würde ich Spiele spielen, die nicht so oft gelivestreamt werden. Und du hast ja immer deine Konkurrenz. Du musst nicht den neuesten Scheiß immer die ganze Zeit spielen. Aber alle Livestreamer gehen auf Erfolg. Wirklich nur auf, oh, ich muss noch mehr Geld verdienen, noch mehr Geld verdienen. Das macht halt die Games dann echt ein bisschen, ja, gehypter. Und Games, die wie zum Beispiel Last Epoch, wo ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient haben, gehen unter. Aber ja, kann man nichts machen. Ist genauso in der Modeindustrie. Ja, neues Kleidungsstück irgendwie vorgestellt worden auf dem Laufsteg oder so. Alle stürzen sich drauf wie Zombies. Diese Gier nach dieser Effizienz mit dem Geld. Habe ich sowas von abgelegt, schon Ewigkeit, also ich bin nie reingekommen. Ich brauche nicht immer der neueste Scheiß, ich brauche nicht immer der gehypte Scheiß. Und ich will eben auch nicht Builds, die jetzt irgendwie mega gehypt werden. Ich ignoriere das einfach. Also wenn steht, der Leash hat mit dem Skill und dem Skill zum Beispiel extremsten Damage mit 600 Arena-Level und so, dann lässt mich das kalt. Ist das wirklich das Spiel? So viele Leute, die nur mega grinden, damit sie auch die equipen können. Ich könnte mit einem solchen Bild wahrscheinlich gar nichts machen, weil ich die Items nicht habe und nicht so gerne crafte. Aber zum Beispiel bei Path of Exile ist ein Skill OP, spielt einfach so 90% diesen Bild. Dadurch, ja,
Sieht man ja auch immer wieder in den Statistiken. Ja, andere Skills werden einfach gar nicht benutzt. Jo. So ist die Menschheit. Zu erfolgsgarantiert und haben trotzdem keinen Erfolg. Die Leute, die nicht erfolgsorientiert sind, haben genauso viel Erfolg irgendwie. Irgendwie komisch. Aber so ist es. Vielleicht weil es zu viel Stress macht oder so. Das kann ich besser ziehen sollen. Also, dann warte noch gleich vorbei. Ich tue ja recht viel Livestream momentan und was so die Fans so mir gönnen und mitspielen und alles mögliche ist schon cool. Dann hat wenige. Das ist best, du hast wenige und machst mit denen etwas und sie machen etwas mit dir. Also unterstützen dich. Also du hast irgendwie hunderttausende von Fans und sie machen bei dir nichts. Also wenn ich wachse, würde ich gerne auch alle Fans noch wirklich so sehen. Aktiv und auch gewählt zu schauen. Aber es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel nur YouTube schauen, meine Videos schauen und so. Nichts schreiben, nichts beantworten und so. Ja, ist auch okay. Aber ich denke, ja, die Leute können auch auf Twitch kommen und die live sehen. Aber momentan habe ich sowieso das Problem, genug Parts, also genug Aufzeichnungen von Livestreams hochzuladen. Kann also sein, dass einfach manche Parts dann nicht kommen. Dass sie entweder, ja, runtergehen, nicht zu viel bringen muss, Zeit investieren muss. Oder so Sachen, dass sie einfach viel später kommen, aber ja, es geht ja auch nicht, weil die Parts gelöscht werden bei Twitch. Ja, mal schauen, ist echt gut. Immer mehr Schaden, macht gerade. So, jo, zurücklaufen noch kurz. Ich bin ja wirklich einer, der nicht unbedingt so viele Fans haben muss, aber sie auch bekommt. Also, ja, langsam, aber. Ja. Ich nicht süchtig bin nach Erfolg. Wahrscheinlich so wenig Fans, aber gut, die Fans hat nicht ja, so unbedingt extrem, also sehr lange brauchen, bis sie dann folgen oder so. Das ist eher ein Problem von YouTube und Twitch und so Sachen. Nicht von mir, weil, ja, ich will ja nicht gierig sein und mega viele Fans haben oder alles Mögliche. Das sind andere besser. Eigentlich ja, geht es mir ja gut, auch wenn ich nicht viel Geld habe. Ich brauche kein nicht viel Geld sozusagen. So, also geht es im Livestream weiter. Dann sehen wir im nächsten Part wahrscheinlich wieder ein bisschen den Charakter weiter. Dann werdet ihr Eisbarakas Key dann sehen. Hat jetzt natürlich noch nicht gereicht. Wir sind jetzt Sorcerer. Hab ich da jetzt ein bisschen zu viel reingetan? Ach komm, wo bist du denn? Passives. Eigentlich ist er ja freigeschaltet. Nice. Er braucht jetzt mehr Punkte scheinbar. Ah, doch. Ich habe keine Nachbenachrichtigung bekommen. Also scheinbar erst Ende Akt 2 bekommen wir wirklich auch den Sorcerer jetzt. Er ist ja nicht normal. Schauen wir mal. Ja, wir können noch keins reintun. Werden wir dann sehen, wenn der Sorcerer auch freigeschalten ist. Gut, tschüss, bis zum nächsten Video.